what you want. So, hallo erstmal und herzlich willkommen hier aus Kochertürn. 12. Spieltag der Bezirksliga Unterland, SGM Steinkochertürn gegen den FC Union Heilbronn. Ja, für die Adler heißt es heute, wo geht's hin? 3 Punkte müssen her. Ja, und dementsprechend schnell fängt es an. Abschlag vom Tor von Sascha Peukert. Kopfballduell in der Mitte. Pascal Clear zu Joe Brown. Und er sieht auf der Außenbahn. Kevin Herrmann schickt ihn sofort und der taucht frei vor Sascha Peukert auf und locht ein in der zweiten Spielminute schon zum 1:0 für die Adler. Ja, Kevin Herrmann, ja, seit 3 Spielen wird er immer besser und belohnt sich hier mit seinem zweiten Tor. So, weiter geht's erstmal mit den Adlern, werden aber dann am 16er gestoppt. Jetzt geht's schnell in die andere Richtung von den Steinern. Langer Ball. Und dann taucht auf einmal einer der Hausherren frei vor. Şahin Özlauf, der kann einmal halten, zweimal halten. Ja, jetzt wird spannend, was wird passieren. Glück gehabt für die Adler, dass es hier beim 1:0 bleibt. Knapp übers Tor verzogen. Und das Ganze noch in der Anfangsphase. 6. Minute Freistoß für die Adler. Joe Brown. Ja, sah eigentlich total ungefährlich aus, er stach den Verzieher komplett. Dann senkt sich der Ball und doch gar nicht so ungefährlich hier nach 6 Minuten. 4 Minuten später die Hausherren wieder im Angriff. Schnell abgezogen und wieder Özil im Tor der Adler. Ja, zweite gute Parade am heutigen Tag von ihm. Ja, und die Steiner versteckten sich nicht. Wollten hier auf jeden Fall was erreichen. Ja, die letzten 2 Spiele jeweils unentschieden. 2:2, 1:1. Und die Adler heute, ja, extrem ersatzgeschwächt. Schöner Schuss hier aus 16 Metern knapp am Tor vorbei. Ja, die Adler heute irgendwo ein bisschen mit ihrer Notelf. Auch Manuel Vogt, der Captain, so angeschlagen, dass er heute nicht spielen konnte. Aber dann war es Raphael Weilbrenner hier. Schöner Abschluss. So, weiter geht's mit den Heilbronnern. Dieses Mal über Kevin Herrmann wieder. Dann Joe Brown kommt im Strafraum zu Fall. Von hier schlecht zu sehen. Von außen dachte man, ja, muss Elfmeter geben. Gibt's auch. Betim Rogova mit seinem, glaube ich, 6. Saisontreffer zum 2:0 der Adler in der 22. Spielminute. 22. Spielminute. Tor für die Gäste aus Heilbronn. Torschütze der Spieler mit der Nummer 6, Betim Rogova. Siehst du, brauche ich gar nicht selber schwätzen. Läuft doch alles. Ja, und weiter geht's mit den Adlern jetzt hier auf dem Weg, vielleicht hier noch 3:0 zu machen. Joe Brown auf Henrik Daxhammer. Wieder in die Mitte zu Brown. Schneller Abschluss. Ja, knapp am Tor vorbei. Aber auch die Hausherren versteckten sich nicht. Hier Florian Hamm mit dem Freistoß in den Strafraum. Dann ein bisschen Verwirrung. Und ja, wieder Glück für die Adler. Können hier den Anschlusstreffer verhindern. Ja, und wieder Kochertürn beim Einwurf in den Strafraum, schon geklärt von Rugova. Und ein Schuss aus gut 35 Metern, knapp übers Tor. Ja, wir sind in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Feierabend mit 2:0 gehen die Adler in die Pause. Ja, und da müssen wir auch schnell wieder hergehen, weil auch in der zweiten Halbzeit ging es gleich wieder zügig los. Angriff der Steiner. Die Heilbronner können den Ball aber zurückgewinnen. Und jetzt geht schnell über Pascal Clear, Sona Jalen. In die Mitte zu Joe Brown, direkt abgezogen. Ja, und schade, wieder knapp am Tor vorbei hier. Gerade mal 1 Minute gespielt in der zweiten Halbzeit. Ja, und wieder die Hausherren. Langer Einwurf in den Strafraum. Schön in die Mitte gespielt. Und dann aus Spitzenwinkel, aber trotzdem noch extrem gefährlich hier nach 60 Spielminuten. Ja, kämpferisch kann man den Steinern heute absolut überhaupt keinen Vorwurf machen bis zur letzten Sekunde. Kämpfen sie gegen die drohende Niederlage. Jetzt aber wieder die Heilbronner. Es geht schnell. Daxhammer, Joe Brown, kein Abseits. Torwart kommt raus, dann prallt der Ball nochmal ab. Tolga Kilic mittlerweile im Spiel.
Joe Brown versucht, Torres draußen, dann Kilic nochmal und Sascha Polgert noch mit der Hand dran, kann es aber nicht verhindern. 3:0 durch den in der Halbzeit gekommenen Tolga Kilic. Hier nochmal zu sehen, Torwart vor dem Tor und dann, ja, kommt er zwar noch dran, kann den Ball aber nicht um den Pfosten lenken. Ja, aber die Hausherren blieben weiterhin gefährlich und griffen auch weiterhin an. Hier gerade mal eine Minute nach dem 3:0 der Adler. Wieder im Vorwärtsgang und wieder gefährlich. Schön angespielt in der Mitte und dann der Abschluss. Ja, Pfostentreffer. Wieder Glück für die Adler hier in der 64. Spielminute. Es bleibt beim 3:0. So, jetzt haben wir Abschlag vom Keeper des FCs, abgefangen von Filip Vacevic. Dann kommt der Ball auf die rechte Außenbahn, Flanke in die Mitte. Kopfball, eigentlich ungefährlich, aber senkt sich doch noch Richtung Tor und so muss Scheinösel doch noch ein bisschen hinlangen und zum Eckball raushauen. Dann Tolga Kilic. In die Mitte geflankt, da kommt Kevin Herrmann, ja, aber nicht richtig hinter der Ball und dementsprechend kein Problem für Sascha Polkert. So, der macht den Abschlag und Angriff läuft noch wieder auf Kevin Herrmann, der ja lobt den Ball über den Torwart. Schiedsrichter lässt den Vorteil laufen, gibt dann aber trotzdem Elfmeter für die Adler und zum zweiten Mal am heutigen Tag B-Team Rugova gegen Sascha Polkert. Ja, und diesmal trotz extremen Gegenwind für B-Team bleibt Polkert Sieger und es bleibt beim 3:0 für die Adler. So, noch 2 Minuten haben wir zu spielen. Das Ding ist in trockenen Tüchern am heutigen Tag. Wichtiger Auswärtssieg für die Adler. Dann nochmal Pascal Klier, Kevin Herrmann, wie gesagt, heute wieder bernstarkes Spiel. Setzt sich hier schön durch. Ja, jetzt gibt es ein bisschen Heckmeck. Zum Schluss kommt der Ball zu Pascal Klier, der bringt ihn in die Mitte. Da ist Tolga Kilic und macht den Endstand. Das 4:0, sein zweites Tor am heutigen Tag. Ja, so stellt man sich einen Joker vor, kommt in der Halbzeit rein, macht 2 Tore, was will ich mehr, 4:0. Und das war's dann auch heute in Steinkocher-Turm. Relativ pünktlich, 6 Sekunden vor der 90. Minute, beendet der Schiedsrichter diese Partie. Wichtiger Auswärtssieg für die Adler. Nächste Woche sind wir zu Hause, da geht's gegen die Spielvereinigung aus Frankenbach. Parallel dazu spielt aber der TSV Bodenheim gegen die Sportfreunde Auslaufen und die Aramäer Heilbronn treffen aus dem SV Leingarten. Das heißt, beim Heimsieg der Adler nehmen sich die 4 Leute vor uns auf jeden Fall ein paar Punkte ab. Ja, wir würden uns natürlich alle freuen, wenn ihr nächsten Sonntag dabei seid. Am See um 14:30 Uhr geht's los. Bis dahin, macht's gut. Ciao.